Willkommen zurück in den Ebenen. Hier ist eine kleine Mückenplage. Kleinen Moment. Willkommen zurück bei Valheim. Weiter geht's. Da war doch gerade noch eine. Ich habe es genau gesehen, da vorne. Da fliegt sie. So. Das war super. So. Mal schauen, ob die diesmal einen Stachel hat. Bisschen leise gerade, ne? So. Also, weiter geht unsere Erkundung. Oh, guck mal, jetzt habe ich auch wieder Bären gefunden. Weiter geht unsere Erkundung. Das letzte Mal haben wir ja dann noch... Ruckel? Meine Fresse. Letztes Mal haben wir ja dann noch ein paar Goblins gefunden. Das war erfreulich und nicht erfreulich zugleich. Denn immerhin sind das doch sehr, sehr nervige Gegner. Aber sie haben halt das Dunkel... Nur zwei? Das waren doch drei Goblins. Warum habe ich nur zwei Dunkelmetalle? Ich habe wieder die Hälfte liegen lassen. Ich wette, ich habe wieder die Hälfte liegen lassen. Wir gehen da einfach nochmal so ein bisschen in die Richtung. Ansonsten, lass mal gucken, hier Richtung Westen blicke ich jetzt gerade so etwa. Da geht auch schon die Sonne langsam unter. Obacht. Aber so ein bisschen erkunden können wir hoffentlich noch. Bevor wir uns dann erstmal wieder zurückmachen. Tja, wo war das? Hier, guck mal, hier liegt ja noch was. Zack, zack. Das war, glaube ich, auch der Sterne-Onkel. Der hat dann immer zwei Metall. Wir hatten ja so einen Ein-Sterne-Goblin mit dabei. So, da sind auch wieder Bären. Ich glaube, die brauchte man für irgendwas relativ dringend. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich sammle die jetzt erstmal ein. Ich glaube, irgendein cooler Snack, der ging damit. Den man durchaus empfehlen kann. Insofern lieber haben als brauchen. Gut. Schauen wir mal. Bisher, muss ich sagen, sind das hier sehr, sehr ruhige Ebenen. Das Schöne ist übrigens gerade, dass wir hier... Oh, da ist ein Turm. Da sind noch mehr Goblins, jede Wette. Das Schöne ist, dass wir hier bei dem Birkenwald direkt an der Grenze sind. Mensch, sind hier viele Bären. Sonst hat man da immer relativ lang nach gesucht. Ich habe wieder... Hast du mich verjagt, du Arsch? Pudding. Okay. Was wollte ich gerade sagen? Achso, der Birkenwald. Der Birkenwald. Der ist... Aha, ja, 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 lach ich mal. Bin der Goblin-Arsch. Ich lach alle aus. Wo bist du? Ich lach zurück. Der Birkenwald ist relativ nah an dem Ebenenbiom, an dem Nicht-Ebenenbiom, an dem Graslandbiom, an dem netten, lieben, tollen. So, jetzt mal gucken. Ich glaube, die sind da oben. Die unten die drei, die hier unten wohnten, die haben wir schon umgehauen. Da sind noch welche im Turm, ne? Das sind übrigens die, die ich hasse. Die im Turm sind super schwer wegzuhauen, weil die da meistens irgendwie so ein bisschen blöd schwer erreichbar hängen. Machen hier mal kurz ein bisschen Platz, dass wir im Zweifelsfall kämpfen können. So. Ah, ich glaube, da oben haust er. Das ist ja alles. Ja, alles Rohstoffe. Wir brauchen das Dunkelmetall. Na, du Ass. Ach du je. Oh, sorry, aber ich musste gerade mal... Ich musste gerade mal den Knochenwanz bemühen. War mir einfach sicherer. Huch, ich muss niesen. Ha, Hilfe. Ja, gut, dass es nicht im Kampf war. Gut, dass es nicht im Kampf... Noch einer? Was ist los? Warte, ich bin gerade gut in Stimmung. Geht's dann noch nach oben weiter? Hab mich gerade warm gebrüllt. Hi! Ich glaube, der andere ist jetzt runtergeblumst, wa? Wie ist es so mit Zeug? Hör auf zu lachen, das ist nicht lustig.
überladen zu sein, ist nicht lustig. So. Wo ist er? Da ist er. Guck mal, hier ist noch Zeug. Oh, Hammer. Geben sie her, geben sie her. Nehmen wir alles mit, nehmen wir alles mit. Was haben wir denn? 9 Stück. Na ja. Oh, hier, hat 10 Stück. Ich meine, so viel kann man davon auch nicht tragen. Das Zeug ist wieder schwer. Ich frage mich, ob die Ebenen nachts auch eher so ungemütlich werden. Ich frage mich, ob ich nicht vielleicht einfach sicherheitshalber umdrehen sollte. Weil jetzt wird es ja auch noch kalt. Komm, ich drehe sicherheitshalber um. Wir machen das. Weil jetzt wird's. Und es regnet noch. Das hat überhaupt keinen Taug, jetzt weiterzulaufen. Wir drehen um, wir machen uns einmal durchs Portal und dann machen wir die zweite Etappe. Bin sogar so feige. Es tut mir leid. Ich bin sogar so feige. Wir gehen hier außen. Und dann machen wir die zweite Etappe und den unteren Teil, den südlichen Teil der Ebenen, machen wir dann am nächsten Tag. Besser ist das. Tut mir leid. Ich weiß, ihr wolltet jetzt eigentlich was anderes sehen, wie ich leide, wie es mich zerrupft. Nee. Nee, nee, nee. Heute nicht. Ne? Heute nicht. Oh, hier. Grunzet. Hier grunzen die Lochse. Und schwirren die Arschgeigen. Und lachen die Goblinse. Und haben die... Ach, herrje. Moment. Finde das gerade ganz furchtbar unangenehm hier. Somit ohne Ausdauer, kalt, nass. Blöder Schlucht. Leuchtenden grünen Augen. Ich will hier raus. So, kurzen Cut setzen. Meine Nase hat gerade Aufmerksamkeit eingefordert. So, hier haben wir noch ein paar Himbeerbeeren. Warte, die hauen wir weg hier. Blöde, links brauchen wir nicht mehr. Blöde Harz. Das Dümmliche ist ja jetzt nur... Blümchen. Das Dümmliche ist ja jetzt nur, dass ich Dunkelmetall in der Tasche habe. Das heißt, wir müssen da an der Stelle, wo wir dem Portal gesetzt haben, müssen wir eigentlich eine Kiste hinbauen noch. Super. Das machen wir auch. Und dann, damit es sich lohnt, sammeln wir aber erstmal noch ein bisschen Zeug zusammen und dann laufen wir ein... Ach, sag mal. Du unausgeglichenes Etwas. Oder so. Jetzt aber. Möbel. Kiste. Hier an Ulfs Stein. So, machen wir das rein. Na, weg mit dem Scheißwetter hier. Jedes Mal, ey. Jedes Mal, wenn wir die Folge starten, oder? Noch nicht zu fassen. So, Ramschkarre. Halt, warte mal, die will ich mal mitnehmen. Lochspelze. Ja gut, das sortiere ich jetzt erstmal ein. Da brauchen wir tatsächlich neue Kisten, ne? Da freuen wir uns. Viele von den Bären haben wir tatsächlich schon. Wow. Also das ist wirklich erstaunlich viel. Ich muss mal eben gucken, was wir jetzt, ob wir da schon irgendein neues Rezept bekommen haben oder ob wir für alle neuen Rezepte noch das Getreide benötigen. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich habe nicht so ganz gesehen, ob wir ein neues Rezept gekriegt haben. Mitmischung, bla blub, bla blub. Ne, da ist noch nichts. Ich könnte jetzt natürlich das Lochsfleisch braten. Das ist mit Sicherheit nicht verkehrt. Aber ich heb mir das lieber auf. Soweit ich weiß, konnte man damit eine Lochspastete oder sowas machen. Das habe ich irgendwie noch in Erinnerung. Und die ist halt richtig gut. Ne, Moment, die Bären kamen hier rein. Ah ja, ja, die ist die Kiste ja bald voll, wenn das so weitergeht. Müssten wir mal gucken.
Die schmeißen wir noch dazu. Das lassen wir. Dann nehmen wir uns hier nochmal zwei Stück raus. Zack. Halt, die anderen sind ja auch hier. Auch zwei Stück und nochmal zwei Wäscht. Sauber. Und dann pofen wir. Also bisher sind die Ebenen... Das ist ja fast schon ein Entspannungsprogramm, ne? Das ist wirklich fast schon ein Entspannungsprogramm, was wir da haben. Und jetzt kann es aufhören zu regnen. Neuer Tag. Hm? Neues Wetter. Hm? Wie wär's? Können wir nicht drüber reden? Ich möchte nicht nass durch die Ebenen. Das ist scheiße, nass durch die Ebenen. Ist so. Na. Nass durch die Ebene mit 12 Minuten Cooldown auf dem Cooldown auf dem Buff. Na super. War ein bisschen kalt, sorry. So. Himbeerbeeren kann ich nicht liegen lassen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob man die später für das gute Barfutter noch braucht. Na klar, hört es jetzt auf zu regnen. Hauptsache, ich bin noch 2 Minuten nass. Gar kein Problem. Schau mal, da waren wir noch nicht an dem Zipfel. Wenn wir sie schon aufklären, die Ebenen, dann richtig. Ach, gucke. Hier ist auch das kleine Dunkelwäldchen. Was los? Muckst du auf? Huch, ich habe überhaupt keine Sekunde. Ich habe überhaupt keine Waffe. Apropos. Hätte auch mal reparieren können, ne? Naja, hätte schon nochmal. Ey, jetzt ist aber gut hier, ja? Voll lautes Schwein. Und dann noch fleischlos. Das haben wir gern. Wer lacht hier? Komm sofort raus aus dem Busch. Vorne, glaube ich, da lacht wer. Ciao. Oh, ja, yeah. Ich bin immer noch nass. Warte. Ja? Nein? Hallo, hier. Ja. Scheißwetter, ne? Oh, okay, das wollte ich ehrlich gesagt sehen, ob ich die komplett wegblocken kann oder ob da Schaden durchkommt. Das Dümmliche ist, es kommt Schaden durch. Wenn auch nur ganz wenig, aber es kam Schaden durch. Das mit dem Schaden ist weniger das Problem gewesen, als die Tatsache, dass ich dann so komisch gestunt bin, wenn ich das nicht richtig blocken kann. Und das nervt. Und wäre im Kampf gegen mehrere von diesen Goblin-Viechern halt super, super nervig. Noch einer? Sind selten Einzelgänger. Na gut. Ich hab das Schild nicht rechtzeitig reinbekommen. Scheiße. Kommen Sie her, kommen Sie her. Mich voll verklickt gehabt. Total nervig. Wollte eigentlich das Schild hochnehmen und hab, glaube ich, stattdessen Hammer aus der Hand gelegt oder den Bogen oder ich weiß es nicht. Irgendwas ganz komisches ist passiert. Fehler in den Ebenen werden echt hart bestraft. Da muss ich aufpassen. Also klar, jetzt haben wir hier noch nicht so die wirklichen Gegnermassen, aber die Ebenen können auch ganz anders. Ich bleib übrigens dabei, dass hier ist ein geiles Siedlungseck hier. Gerade mit dem kleinen Bach und so. Finde ich super. Mit Blick auf den Berg da drüben. Schön, schön. Und nicht zu weit weg von unserer alten Basis. Huch, was haben wir hier noch? Blocksen sie.
Was habe ich denn das letzte Mal alles liegen lassen? Ich bin empört. Die Kamikaze-Möwe. So. Ich traue mich nicht zu sprinten, weil ich weiß ganz genau, dass wenn ich sprinte, die Gegner genau in dem Moment kommen, wenn ich keine Ausdauer mehr habe. Eigentlich traue ich mich auch nicht, das Schild aus der Hand zu legen, weil ich weiß genau, dass dann wieder so... Nee, ich mache das auch nicht. Wir müssen hier gemütlich laufen. So. Will nicht sterben. Außerdem ist es schön genug, dass man auch gemütlich laufen kann. Dauersprinten in Valheim ist einfach echt tödlich. Gerade mit dem Hammer. Der braucht halt... Der Hammer ist schon geil mit seinem Stun und mit dem Einfrieren, Gegner verlangsamen, alles drin, ne? Aber der Hammer ist halt ein Ausdauerfresser. Deshalb, ich weiß nicht, wer es war, hatte auch in den Kommentaren gefragt, warum ich um Gottes Willen diese Karottensuppe mitnehme, die bringt doch überhaupt kein Leben. Das ist völlig korrekt beobachtet. Aber sie bringt halt Ausdauer und ich trage einen Hammer. So. Was ein Dette. Lohnt sich irgendwie da runter zu gehen? Sieht schön aus. Also finde ich cool, diese Landzunge. Aber ich glaube, wenn Sturm ist, ist die blub. Also ein paar Bären nehme ich noch mit. Ich weiß jetzt nicht, wie viele man von denen braucht zu welchem Gericht auch immer. Da muss ich zu meiner allergrößten Schande gestehen, dass ich mich bisher nicht mit dem Kochen so sehr auseinandergesetzt habe. In den Streams hat das immer Xar gemacht. Da war da der Chefkoch. Habe ich den Stachel? Habe ich. Oh, hey je. Richtige Plage hier. Den Stachel haben wir auch. Insofern kenne ich die Rezepte nicht. Insbesondere die Late-Game-Rezepte. Wo bleibt der mal stehen? Vor allen Dingen weiß ich jetzt gleich wieder nicht, wo der Stachel ist von dem Vieh, was ich gerade zerschrotet habe. Irgendwo hier unten, ne? War so stolz, das getroffen zu haben, dann flittert noch das zweite durch die Gegend. Shit. Ja, die Stacheln sind halt echt wertvoll, da ist er. Für ruhige Ebenen, ey. Das ist unheimlich. Normalerweise sind hier Goblin-Camps und all dieser Spaß, ne? Ist nichts. Am besten finden wir jetzt gleich den Hinweis zum letzten Boss und dann fertig. Hier ist einfach echt mal nix. Warte mal, nach Süden geht's da lang. Ach, hier hört's auf. Ah, ich hätte gedacht, das geht bis hier unten durch. Aber ich glaube, wenn ich das so sehe, das könnte man fast durchqueren. Oh, die Lochse gönnen wir uns. Dann nehmen wir das Fleisch mit. Ich hätte gedacht, die Ebenen gehen da durch. Ne? Es ist relativ schmal, dieser Meeresarm oder wie auch immer, diese Passage. Vielleicht können wir durchlaufen zum gewissen Teil und dann schwimmen den Rest. World safe in 3 Sekunden. Naja, komm. Moment, ich... Falsche Waffe. Wow. Ja, da ist der World safe. Alles klar. Gar kein Problem. Ey, die Bären. Hörst du auf? Die lecker Bären. Bist du des Wahnsinns? Weißt du, wie wichtig die sind? Er hat die ganzen Bärenbüsche kaputt gemacht. Zack. Oh ja, und die Steine erst. Die kommen heimlich mit in die Suppe.
Mir scheint, die Loxe sind relativ resistent gegenüber den Eis-Debuffs zumindest. Die kriegen zwar ordentlich Schaden, aber dieser Debuff, also die Verlangsamung, die ist irgendwie nicht vorhanden bei denen. Zum Glück sind sie halt irgendwie kaputt. Also die KI kann nicht so wirklich was gerade. Haben wir. Elfmal Loxfleisch. Hui. Ah ja, und ich hatte ja unterwegs irgendwie zwei gefunden, aber trotzdem, es war jetzt viel. Also ich glaube, von den Bären habe ich jetzt genug. Wenn ich dann mal wieder welche brauche, weiß ich ja, wo ich sie kriege. Das ist ja hier alle 5 Meter. So, das ist jetzt aber tatsächlich enttäuschend, dass die Ebene hier aufhört. Hier ist kein Goblin Camp. Ich meine, ein Goblin Camp auseinanderzunehmen ist tatsächlich, also gehört jetzt nicht zu meinen größten Hobbys. Aber wäre trotzdem schön wegen des Schwarzmetalls. Da oben ist ein Turm. Waren wir da schon? War das der, wo wir... Ich glaube, den haben wir auseinandergenommen vorhin, oder? Wir gehen mal kurz gucken, aber ich meinte das... Waren wir da so weit vorne? Ich weiß es gerade nicht. Ich nehme keine Bären damit, ne? Ich weiß ja, wo die sind. Die brauchen wir gar nicht so viele. Scheiß Lootgear. Ja, hier vorne ist alles. Ja, hier ist alles weggemäht. Das ist mein Werk. Das ist mein Werk. Ja, das ist schon sehr. Da vorne ist ein Viech. Ich hab's gesehen. Ah, da ist noch ein Viech. Ihr macht doch gemeinsame Sache hier. Ich hab das doch rausgefunden. Oh, da ist noch. Jetzt wird's brenzlig. Ja, nee, klar. Warum auch nicht Regen? Haben wir. Und da war noch ein dritter, meine ich. Hätte einfach die Klappe halten sollen und nicht sagen sollen, dass das hier so nett ist. Ja, komm, machen wir mal Regen und 5 Gegner. Wenn er meint. Bitte, ich hab's ja nur gut gemeint. Wenn er sich beschwert, kann er haben. Halt jetzt einfach die Klappe und nehme alles hin, wie es ist. Ertrage. Irgendwo war eigentlich noch ein zweiter Moskito. So meine ich es in Erinnerung zu haben. Und eigentlich war auch noch irgendwo, meine ich, ein dritter Goblin. Na egal, die Situation, denke ich, haben wir ganz gut gemeistert. Dann mache ich mich jetzt mal nach Süden und inspiziere mal, wie tief das Gewässer da ist. Ob man da durchwatscheln kann oder ob wir umdrehen. Und dann das Schiffchen nehmen müssen. Oder beziehungsweise, lass mal ganz kurz gucken. Also die, oh doch, die ist auch groß. Lass mal kurz aufs Schiff springen. Oder haben wir, nee, hier haben wir, da auch doch beim Händler. Da haben wir ein Portal. Dann könnte man theoretisch unser Portal hier oben abreißen, zum Händler gehen und das Portal dann irgendwie hier so aufbauen. An der Grenze zur Ebene hier. Da müssen wir nicht mit dem Schiff fahren, das wäre ganz gut. Der Händler wäre ein guter Sprungpunkt. Aber wir probieren es mal. Vielleicht komme ich hier rüber. Wer weiß. Oh, guck mal, Bären. Ich habe noch keinen Stack voll. Vor allem müssen wir dann mal relativ bald zusehen, das Schwarzmetall auch einzuschmelzen und dann die Rezepte da uns mal anschauen, wie viel man da braucht. Ich habe 3, oh Gott, nur 3. Und
10 Stück, glaube ich, hat man vorhin zurückgebracht, ne? So, hier ist es schon relativ flach. Dies wird es halt, wenn ich noch im Wasser schwimme und dann irgendwie Moskito kommen, während ich da paddel. Da kommen wir. Da ist ein Camp. Da ist das Camp, das ich nie wollte. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Ich hätte jetzt gerne 5 Surtling-Kerne. Ah, die Augen habe ich auch nicht. Okay. Sonst hätte ich mir hier nochmal ein Portal hinstellen können. Das Problem ist, dass es, glaube ich, da Goblin-Spawner drin gibt und mein Bogen ist nicht mehr so ganz so dabei. Ah! Mist! Zu spät gehört. So. Also der Knochenwanz ist wieder am Start. Futter ist relativ frisch reingehauen. Ah, da ist so ein Riesengoblin. Der ist schon mal scheiße. Das ist ein Magier. Whoopsi. Er hat so lustige Zauber, die ja so Schilde bringen. Unangenehmer Genosse. Ja, dann kommen sie mal. Speerwerfer. Ganz kacke. Wie viel Eispfeile habe ich noch? Nur die 50. Bogen ist bei ungefähr 50%. Wir holen mal den dicken. Aua, was war das denn? Oh du. Den habe ich nicht gesehen. Und noch ein dicker. Jetzt aber richtig hier. 12 Metall haben wir. Wir können noch tragen. So schwer ist es nicht, scheint's. Da drüben ist, glaube ich, auch noch ein weiteres Camp. Wäre echt schön, wenn das aufhören würde zu regnen. Da ist ein Schamane. Ach Gott. Mist. Ja, ja, nee, mach nur. Gar kein Problem. Warte. Immer so frei. Erstmal den Trank. Aua. Oh, jetzt wird's blöd. Das geht nicht gut. Die sind einfach zu schnell. Das ist das Problem. Die kann man nicht richtig abhängen.
Ach, ich bin jetzt auch im Lager. Oh, dämlich. Ich habe halt keine Zeit, den Buff zu zünden gerade. Weil die zu schnell sind, das ist mein Problem. Mist, jetzt habe ich verfehlt. Das wäre die Chance gewesen. Ich fühle mich nicht länger ausgeruht. Kommt so einiges zusammen. Dass ich überhaupt noch lebe, ist ein Wunder gerade. So. Upsi. Gut, gut, gut. Ich lebe. Da ist wieder ein Arsch. Einmal Suppe. Wir müssen zurück. Ich bin nicht mehr ausgeruht. Es wird langsam spät. Und mein Bogen ist auch ziemlich hinüber. Und ich habe nur noch 29 Eispfeile. Aber wir haben immerhin 14 von dem Dunkelmetall. Plus 10, da sind wir schon bei 24. Lässt sich vielleicht schon eine Kleinigkeit mit anfangen. Ich weiß es nicht. Ich kann es nicht abschätzen. Ich fange an zu frieren. Ab durch die Mitte. Das sollten wir schaffen, selbst wenn wir jetzt ins Gurgeln gleich kommen sollten. Jawohl, das haben wir geschafft, das ist gut. Ja, merken wir uns. Also da müssen wir noch ein bisschen aufräumen. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Spot für Dunkelmetall. Ist ein großes Lager auf jeden Fall. Und normalerweise sind in diesen Lagern auch noch Kisten, die dann auch nochmal Dunkelmetall beinhalten. Also sollten wir schon ein bisschen was mit nach Hause nehmen. Jetzt gehen wir aber erstmal reparieren. Und dann bin ich wirklich am überlegen, ob wir uns... War jetzt irgendwie was Unschönes an Geräusch. Klopft sie hier? Keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Jetzt bin ich wirklich am überlegen, halt, weil der Weg dahin erstens ein bisschen weit ist und zweitens ein bisschen gefährlich. Ob ich mit dem Schiff da runterfahre. Dann könnte man halt hier irgendwo vor Anker liegen und ich überlege. Ein Portal da irgendwo in die Nähe gestellt, für den Fall, dass man stirbt, dann ist man schnell wieder vor Ort. Ist besser, als wenn ich jetzt da oben das Portal nur habe und die ganze Zeit hier diesen Weg laufen muss. Ist ja elendweit. Versuch's mal mit Sprinten ausnahmsweise. Ja. Schon krieg ich die Quittung. Habe ich eingesammelt direkt? Ja. Die platzen nicht erst. Also, naja. Also, es ist keine super Ausbeute, aber wir haben immer ein bisschen was mit raus. Oh, da liegt was. Oh, da fliegt was. Oh, was? Ah, ich habe das Schild nicht mehr in der Hand gehabt. Warum? Wo hat's gegackert? Kommen Sie her, kommen Sie aus eurem... Kommen Sie aus dem Gebüsch. Ich hab Sie genau gehört. Wie so ein lüsterner alter Sack, so aus dem Gebüsch, so... Ach ja, komm, meine Skills... Aua. Meine Skills waren auch echt schon mal besser. Nee. Thema Kobold ist nicht lustig. So. Da oben glitzert's. Da müssen wir noch hin. Wir können noch tragen. Alles supi. Also dafür, dass wir jetzt schon eine Weile in den Ebenen unterwegs sind, bin ich erstaunlich lebendig. Es war einmal super knapp, aber ansonsten ist es bisher ganz gut gegangen. Ich hoffe, das wird so weiter sein. Dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge in alter Frische wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bedanke mich für ein Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat.
Und dann machen wir das nächste. Was ist das denn? Die mich verarschen. Magersüchtiger Goblin. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und dann könnten wir eigentlich probieren, mal das Lager da auszuheben. Und vor allen Dingen zu looten. Und da müsste dann neben einigem an Schwarzmetallen hoffentlich auch Gerste oder wie auch immer das... Was war das für ein Getreide? Irgendein Getreide war es, was man hier anbauen musste. Und das müsste normalerweise auch eigentlich dort zu finden sein. Also. Besten Dank. Wir sehen uns. Stimmt, komme ich hier lebend raus. Das ist überhaupt kein Problem. Kann nämlich voll gut mit dem Bogen schießen. Also, jetzt aber wirklich. Ciao.